Und denen fehlt allen noch so viel. Weißt du, haben wir nicht irgendeinen Shit-Tainted-Character, mit dem ich was machen kann, was ich hasse? Ja, wir haben noch den alten Tainted Keeper schon lange nicht mehr. Zeit für Godhead Unlock können wir danach machen. Die Sache bei ihm war, wenn ich einen Gegner kille, dann... Genau, spawnt er direkt eine Münze. Die aber dann schnell verschwindet. Und einzelne Münzen will ich ein bisschen liegen lassen, um mich damit vielleicht zu heilen. Genau, an sich war Tainted Keeper ganz spaßig, aber er ist leider an sich auch super scheiße. Das bin ich ja froh, dass ich das freigeschaltet habe. Ah, fuck, ich habe wirklich weder Boss Rush noch Hush gemacht. Tragisch. Ja, ich erinnere mich wieder, was das Problem mit Tainted Keeper ist. Er stirbt einfach so schnell. Er ist so schnell einfach tot. Oh, Lucky. Warum verschwende ich meine Bombe hierfür? Ich habe gesehen, wie gemeingefährlich viele Fliegen das vorhin war. Was hätte ich denn machen sollen? Oh, nein, nicht schon wieder. Diese Fliegen und dann an den komischen Steinen so eng vorbei. Man will einfach zu viel. Warte, was Gutes dabei? Luck up? Range down? Irgendwas war bestimmt okay. Schau ich an, wie grün der Tainted Keeper ist. Das ist, weil er so glücklich ist. Tier. Oh, ich habe ein Tier abbekommen. Wenigstens ist ein anfänglicher Damage soweit ziemlich okay, dadurch, dass er Quadshot hat. Oh nö. Yeah! Habt ihr es gesehen? Eiskalt! Warte, was mir gerade auffällt, das war eigentlich für ein unglücklicher Goldraum. Da sind doch eigentlich mehrere Items immer zu... Oh nein, es waren die Shops, die so gut sind für Tainted Keeper. Nicht die Goldräume. In den Shops ist der gute Stoff drin. Yeah, yeah, genau. Half-Up bringt nichts, richtig? Half-Up für Tainted Keeper ist nur Einbildung, das was bringt. Nein? Okay. Explosivo ist gut, wenn ihr mich fragt. Zum Explosivo sage ich Nino. So, dann können wir noch was aus dem Goldraum mitnehmen. Ich glaube, Tainted Keeper ist doch ein relativ spaßiger Charakter, ehrlich gesagt. Außer er stirbt, dann ist er nicht mehr spaßig. Also solange er lebt, hat man den Spaß seines Lebens. Ähnlich läuft es auch, wenn man eine Bank überfällt. Solange es gut läuft, hat man den Spaß seines Lebens. Wenn man erwischt wird, nicht mehr so sehr, leider. Habe ich gehört. Secret Room. Ist das Horn nicht, das Bekorn ab und zu kommt? Nein, da werde ich hin und wieder zu Azazel für einen Raum. Oder für kurze Zeit generell. Oh
Und sowas vertraue ich nicht. Noch, komm schon, mich nur einen erwischt. Schwach. Explosivo im Einsatz. Ganz vorsichtig. Wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Münzen, bevor wir zum Boss gehen. Ich glaube, die, Au. Okay. Explosivo-Hater da draußen. Der Punkt geht wohl an euch. Ach, shit. Der Punkt geht an euch. Zugegeben. Habe ich da gerade keinen Schaden genommen? Es gibt viele Explosivo-Hater da draußen. Man würde es nicht glauben, bis man es mit eigenen Augen sieht. Ah, okay. Ja, warum nicht? Oh nein, deswegen nicht. Stark. Nein! Für Neuigkeit, ich habe ihn besiegt. Huh, Latchkey? Nö, ist mir ehrlich gesagt nicht wert. Wir gehen... Warte, haben wir auch gemacht? Wir gehen weiter. Nimm mit. Warum? Weil es ein Lack-up, denke ich, aber ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, wir kommen auch so durch die Lucky Pennies noch genug Lack-ups zusammen. Fates Reward. Hat er auch Quadshot? Nee. Ist okay. Fates Reward wirkt, als ob er gut wäre. Ist es aber nicht. Er täuscht einen aber schnell so, dass man denkt, dass es gut ist. Aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Warte, das ist eine konstante Heilung. Lass sie mal liegen. Das ist ein gruseliger Raum, muss ich sagen. So ein ganz kleines bisschen. Kann man eigentlich die Devil-Deal-Chance verlieren mit Tainted Keeper? Oder ist das so eine Sache, dass er keine roten Herzen hat und deswegen... ist auch, wenn er Schaden nimmt, bestehen bleibt. Oh nein. Zumindest, okay, man, durch Schaden kann man Devil jetzt nicht verlieren. Okay. Hanged Man! Bisschen herumhängen, bisschen chillen. Dies, das. Wahrscheinlich aber nicht. Denn ich wäre den Gegnern eher näher dran sein, damit ich das Zeug mitnehmen kann. Da wäre dann Ludo. Ich meine, Ludo ist generell nie eine gute Entscheidung. Leider Gottes muss ich das gestehen. Die gute Library. Ist natürlich auch sehr stark.
Ah, ich denke, ich werde das Buch behalten. Letztens, ich sehe, wo es wo Ludo herkommt. Das ist eine klassische Referenz. 45 Cent Bookworm. Für mich war es das wert. Ich denke, der Bookworm ist 45 Cent wert. Ich weiß nicht, ob er so effizient ist mit Keeper, aber... wir können den Cursed Room mitnehmen. Homing Shot klingt nach einer netten Idee, wenn ich in einem Raum bin mit vielen Fliegen. Oh Gott, ich habe vergessen reinzufliegen gerade. Ich hätte fast den Run gerade beendet für nichts. Aber ja, wenn der Raum voll ist mit kleinen Fliegen und sowas, dann werde ich von dem Buch sehr stark profitieren. Und das ist genau die Situation, wo Tainted Keeper Probleme bekommt. Oh, das wird wehtun. Shit. Ich hoffe, dass der Devil Dee noch offen sein wird. Man will schon ein bisschen Geld mitnehmen, wenn man da reingeht, würde ich sagen. Ja, mehr habe ich auch nicht. Homing ist doch besser, als alle vier Räume ein bisschen Schaden zu machen. Wenn es geht, keine Ahnung. Na, ich denke, dass für den Playstyle von Tainted Keeper das Necronomicon die bessere Entscheidung ist. Für 15 Cent kriegst du nichts Gutes in den Deals. Seht ihr genau sowas? So eine Shit-Situation. Kann ich direkt sagen, nö, machen wir nicht. Machen wir nicht sowas. Sowas fangen wir gar nicht erst an. Fuck! Sowas fangen wir gar nicht erst an. Shit, geh weg. Geh weg! 48 Hour. Oh! Ja, bitte! Mr. Me! Ach, ich denke, ich muss Mr. Me mitnehmen, ehrlich gesagt. Ja, mit 0,8 hat Speed den Gürtel liegen lässt, das schließt sich mir nicht. Keine Ahnung. Nicht drüber nachgedacht. Dachte halt, dass ich nicht nur Geld habe oder so. Also Feuerdauer Energy mitzunehmen ist natürlich auch enorm hilfreich mit Mr. Me. Da können wir auf jeden Fall ein paar Devil Deals leer machen. Nein, Gott! Egal, Run war sowieso shit. Alles gut, kein Verlust. Er war schlecht und noch nicht weit vorangeschritten. Sollte einfach nicht sein. Ja.
Solche Räume sind halt mit Tainted Keepers so gefährlich. Vor allem habe ich auch nicht genug Schaden gemacht, um die schnell zu killen. Oh, ein Zehner. Ich lasse es mal liegen. Nein, ich nehme es wahrscheinlich mit. Ich glaube, Leute meinten, dass es gut ist, dann können wir es uns mal anschauen. Ich werde eh noch ein paar Gelegenheiten bekommen, um anderes Zeug mitzunehmen. Beziehungsweise um ein bisschen Cash zu bekommen. Was haben wir denn hier? Ich bin mir mal unsicher, ob ich 4,5 Volt mag oder nicht. Wir nehmen es mal mit. Das waren noch ein paar Münzen. Nicht Toxic Shock. Ja, ich weiß, aber warum nicht? Hilft mir dabei, Räume zu clearen. Bleiben eigentlich diese Skelett-Orbitals, die ich bekommen kann, bleiben die für mehr als einen Raum oder verschwinden die in einem Raum? Die bleiben? Okay, das wäre gut zu wissen gewesen. Egal. Ah, fuck. Dann wiederum. Schien mir ein guter Zeitpunkt zu sein, um, mein Glück zu versuchen. So, wie lange lebt denn dein dummes Pferd noch? Dankeschön. Was für ein Vollidiot. Ah, ja, Cube of Meat ist ebenfalls akzeptabel. Und dann bin ich auch schon weg. Mit dem Cube of Meat und diesen Bone Shards kann ich auf jeden Fall eine gute Verteidigung bekommen. Lucky Penny. Der Gesegnete. Sollte ich mir aber noch aufheben. Hey, warum geben die nicht? Och, weil der Raum schon abgeschlossen war wahrscheinlich. Deswegen geben die nichts. Gemeinlinge sind das. Burnt Penny. Nein, immer mehr als der andere Shit-Teil. Sollst das Buch immer einsetzen, wenn du mit dem Raum fertig bist. Beispielsweise großer Raum mit 10 Gegnern ist 10 Orbitals. Ja, in dem Raum hier wäre es auch nicht schlecht gewesen, denke ich. Crack the Sky. Nah. Ja, ich habe das Gefühl, das Item hat auf jeden Fall Potenzial. Ich verstehe jetzt, was Leute mir sagen wollten. Als sie meinten, dass das Buch nicht übel ist. Ist hier was? Oh, das waren nicht so viele Orbitals. Sindoyle, Hallöchen! Und ist das der Gesegnete?
Es tut mir leid, wir müssen aber erstmal Jumper Cables mitnehmen. Minimasche ist natürlich auch verlockend. Aber nehmen wir erstmal Sachen mit, die tatsächlich was bringen, okay? Machen wir den. Nein, wir machen noch nicht den Boss. Erstmal noch ein bisschen Geld farmen. Was meint das Teil oben links? Was meinst du, das Buch? Wenn ich das einsetze, werden aus allen Gegnern, die ich im aktuellen Raum gekillt habe, die werden dann zu Orbitals und manchmal zu kleinen Skeletten, die für mich kämpfen. Die werden dann Rambazamba eine richtige Kampfmaschine. Wie sieht's denn da drüben aus mit Secret Room? Nicht so gut. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Kein Secret Room soweit für mich hier oben. Also. Jetzt aber auch mal genug. Das ist eine Location, die mir nicht viel bringt. Pay to win is broke, nimm das Trinket mit. Wovon redest du? Den goldenen Penny, bevor du einen Boss machst, das habe ich. Trinket im Shop. Oben links. Restock Box is always. Oh ja. Oh ja, das. Ja, doch, das ist ziemlich gut. Das nehmen wir mit. Wahrscheinlich aber erst ab der nächsten Ebene. Was hast du getan? Das war mein einziger Freund in dieser Welt. Dafür wirst du bezahlen. Oh, Geld, 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 Geld. Ich will nichts von beiden. Tier Size Up, Range Up. Das will ich auch nicht. X-Lax. Ich brauche kein Geilo, ich brauche was Defensives. Ich habe nur 2 HP, wollte mich verarschen. Wir nehmen das mit. Ich brauche das fucking Buch, um zu überleben. Ich habe doch gesehen, wie schnell ich sterbe. Ich kann nicht einfach. Es ist Zeit, dass mir scheiß viele Orbital spawnt auf. Och, komm schon, in dem Raum habe ich es jetzt nicht. One makes you larger. Dieses fucking Spiel. Nehme ich den fucking Minimush mit, in erster Linie, weil er mich kleiner macht. Komm, spüren und sagt sich, hey. Wie wäre es mit einer One makes you larger Pille zum, als kleinen Absacker? Ich glaube, langsam das Spiel hält mich für den Absacker. Das waren auch nicht viele Orbitals. Sacrifice Room. Boso hast du auch nicht mitgenommen. Ich hatte kein Geld dafür. Bitte aufhören, so nah an den Gegner ranzugehen. Ihr holt euch noch den Tod.
Ah, Sacrifice Room sieht aktuell nicht gut aus, denn hier liegen nicht viele Münzen. Auf der Ebene. Jo, doch. Doch, 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 doch. Ich denke, mit dem alten Quaddy, da fühle ich das. Ich denke, Soymic hat viel Potenzial mit dem alten Quaddy. Was ist das für eine Scheiße hier? Ich meine, Fanny Pack ist okay. Nein! Die Münze lag auf dem Weg. 5er, 5er, yes! Okay, diese fucking Fliege. Sehr schön. Oh nein, das ist überhaupt nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön hier. Fanny Pack im Sacrifice Room. Oh ja. Wir machen aber erstmal den Boss, würde ich sagen. Nein! Was hast du getan? Er war wie ein Bruder für mich. Komm schon, mega fatty. Es wird langsam Zeit zu sterben. Oh. Der Jesus-Saft, den wollen wir haben. Ja, Sacrifice Room kann ich einfach mit der Donation Machine cheesen, fällt mir gerade auf. Aber vielleicht haben wir noch einen hilfreichen Secret Room. Ja, und das ist ein Secret Room, aber hilfreich ist er nicht. Range down. Infested? Hilfreich ist er nicht. Hier komme ich nicht ran. Es ist einfach Wein im Tetrapack mit der Trinkhalm. Ja, würde ich von ausgehen. Eine Bombe. Da oben liegt dann auch noch eine Münze. Vielleicht hat die Random Chest ja was Nettes. Na. Komm schon. Ist jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so, Spiel. Ich habe in den anderen Runs immer schön brav in den Donate-Tomat eingezahlt. Das heißt, das ist eine Sache, die ich mir verdient habe, okay? Das wird jetzt nur Jahre dauern. Es läuft ganz gut soweit, würde ich sagen. Mega Satan haben wir schon gemacht. Na gut. Na gut, wenn man die Soul Hearts nicht haben will, dann... Ich denke, es war trotzdem Versuch wert und wir haben oben noch eine Menge Münzen. Nächste Ebene. Ich habe das Gefühl, dieser Run ist übrigens gerade enorm schwach. Das heißt, ich hoffe, die nächste Ebene hat irgendwas Gutes für mich.
Das wäre gut. Jungs, ihr müsst was Gutes für mich haben. Das wäre echt gut von euch. Ugh. Stirbt doch einer. Oh, die geben nicht mal Münzen. Komm schon. Oh Gott, mein Damage ist so mies. Wollt ihr mich verarschen? Warum wurde jetzt keiner erwischt? Oh, 10er erwischt. Boom. Orbitals. Okay. Tears down. Was ist eigentlich, wenn ich Health-Down-Pille bekomme? Will ich das wissen, was dann passiert? Oder ist das so eine Sache, wo wir besser nicht drüber reden? Wahrscheinlich eine Sache, über die wir nicht reden, oder? Ich glaube, ich hatte schon mal eine Health-Down-Pille mit Tainted Keeper. Außerdem... Fucking regulärer Keeper. Geh mal weg. Was für ein Arschloch. Oh, oh, was? Okay. Okay, 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 okay. Okay. Das war jetzt erstmal nicht übel. Ich habe mich über den Keeper beschwert, aber er ist doch mein Bruder im Geiste. Und er lässt den alten Keeper nicht im Stich. Nie würde er das tun. Unglaublicher Kerl. Nein, 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 nein! Absolut unglaublicher Kerl. Kann man nicht anders sagen. Der Reaktion nach schließlich, dass Steam Server Tainted Keeper funktioniert. Ich meine, ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Einfach abhauen. Ich wüsste nicht, warum es nicht gehen sollte. Ich sollte die 6 gehen, oder? Was sagt ihr? Ja, 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 ich denke auch. Ich. Au. Ja, was? Ich bereue es, Säumig mitgenommen zu haben. Denn bisher bin ich noch kläglich dabei gescheitert, den Damage, den ich durch Solmec eingebüßt habe, auszugleichen. Warte, funktioniert die auch für. Warte, funktioniert die auch, wenn man ein Item schon mitgenommen hat, die Dingens Machine? Das wusste ich nicht. Ah, Conjoint, komm, nimm mit. Ich denke nicht, dass mir beim aktuellen Damage Rotten Baby viel bringt, aber 1 von 3 Conjoint ist halt natürlich. Da muss man rein. Vor allem bei einem Charakter, der so viele Items ansammeln kann wie Tainted Keeper. Ich denke, da ist wahrscheinlich, dass wir Conjoint noch zusammenbekommen, enorm hoch. Ich glaube, bei Conjoint bekommt er dann 2 zusätzliche Schüsse oder so. So sollte es das wert sein. Aber keine Ahnung, was genau dann passieren wird. So, wir waren im Goldraum, wir waren im Shop. Wir gehen jetzt mal zum Boss. Oh oh. Taking damage? Yeah, erhöht mein Damage. Nehmen wir mit. Oh, Moment.
Moment, wenn wir den wegsprengen. Wenn wir den dann killen, dann können wir das Item rerollen. Dank meinem D6. Wenn ich schon den Schlüssel nicht mitnehmen will. Komm schon. Ja, yeah, okay. Hätte jetzt besser sein können, aber... So ist das Leben manchmal. Könntest du gucken, was im Challenge-Raum ist? Naja, egal. Ich bin wirklich erstaunt, wie mein Damage immer noch bei 1,2 ist übrigens. Münze im Secret Room vergessen. Ja. Yeah. Nicht optimal, aber ich denke, ich werde es überstehen mit meinen 75 Grad und gemessen daran, dass wir Steam Sale haben. Ich denke, das werde ich irgendwie ausgleichen können. Oh, lustiger Raum. Sacrifice Room. Gut zu wissen. Ich hasse übrigens diesen Haufen. Er ist wie der Stern über Bethlehem, nur ist er wirklich scheiße. Ich meine... Es ist auch ein Haufen Scheiße, ich weiß. Ich weiß. Mach jetzt schon den Sack. Ich werde nicht mit fucking einem Hitpoint durch die Gegend laufen. Willst du mich verarschen? Das ist eine absolut grauenhafte Idee. Ich meine, ja, ich denke, Lusty Blood ist immer gut. Das ist immer ein gutes Damage ab. Shit. Müssen die Münze mitnehmen. Kein echter Gamer, das ist okay. Okay, wisst ihr was? Ihr habt mich überredet. Ich werde sogar eine Bombe opfern, damit wir den Weg schnell gehen können. Ihr habt mich überredet. Ich denke, es ist an der Zeit, den Sacrifice Room zu nehmen. So, was soll denn das? Geh mal weg. Oh, ich hätte eine Münze auch einfach so da liegen lassen sollen, wenn die Kämpfe dann kommen. Wir wollen nämlich im Idealfall, gegen die Engel kämpfen. Vielleicht können wir noch ein paar Haufen hinlegen. Denn die Schlüssel kann ich rerollen. Das heißt, wenn wir Glück haben, bekommen wir die 30 Cent raus. Also wird ziemlich stark. Also war ziemlich schwach. Aber das ist okay. Denn wir haben noch alle Zeit der Welt. Ah, Trinity Shield ist gut. Ah ne, warte, ich bin fucking tot. Fällt mir gerade auf. Ich habe nur noch ein Herz. Warum bin ich hier? Warum habe ich das gemacht? Hier sind auch diese lilanen Flammen.
Uiuiuiuiuiui. Uiu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 
Ich sag's euch, dieses Elektrozeug. Ich habe das Gefühl, das hat den, den Zäumig Run ungemein, ich glaube Jacob's Ladder war das, ungemein stärker gemacht. Nein! Zu unaufmerksam. Ich meine, Tick ist kein schlechtes Trinket, aber... Ja, ja, ja. 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 Black Candle und Bar of Soap. Na gut, Rest bringt mir jetzt auch nichts. Nehmen wir noch ein paar Münzen mit und dann gehen wir in die nächste Ebene weiter. Klassischer Mügi-Moment. Ich meine, komm schon, das kann jedem mal passieren. Na, wir gehen noch auf die 99 Cent. Ich wollte gerade sagen, ist es das überhaupt wert? Aber ja, ist es. Kauf noch die Bombe. Oh, die haben noch eine Bombe im Shop. Die sollte ich mitnehmen, das stimmt. Nicht mal die Windeln kann ich mehr mitnehmen. Jetzt kann ich nicht mal mehr gewindelt werden. Das passiert mir viel zu oft, ja. Yeah. Oder wenn man aus dem Raum rausgeht, dann sind da einfach Stacheln am Boden. Das weiß ich doch nicht immer alles gemerkt. Die Karte auch. Hanged Man. Hanged Man ist sogar hervorragend, tatsächlich. Mit dem Hanged Man können wir es anfangen. Zum einen können wir damit dann in den Cursed Room und zum anderen können wir noch ein paar Kisten mitnehmen. Die nicht so gutes Zeug haben, aber das ist okay. Fünf gratis Bomben. Dazu sind die Bomben auch noch stärker. Oh nein. Oh nein, ich habe kein Geld mehr auf der Ebene. Dankeschön. Und schon bin ich weg. Wir brauchen kein Geld aus dem Shop. Das einzige Geld, das meine Homies und ich brauchen, ist das, was wir auf der Straße verdienen. Ach komm schon, Goldraum und Shop sind so weit weg, wollt mich verarschen. So, ganz vorsichtig, um nicht in die Stacheln zu laufen. Ist das überhaupt der richtige Weg? Okay, ist der richtige Weg. Der andere Weg wäre sogar eine Sackgasse gewesen. Das ist fies. Eventuell bin ich tot. Was ganz lustig ist. Pimper. Gott, das Blatt mit dem Charakter kann sich einfach so schnell wenden. In einem Moment denkt man, na, niemand kann mich aufhalten so schnell. Und dann wird man einmal getroffen und denkt sich, ah ja. Ich habe absolut keine HP. Ich habe absolut nichts, was mir dabei hilft zu überleben. Außer eventuell ein bisschen Angriffskraft. Aber auch die ist aktuell ein bisschen dürftig. Challenge-Raum prüfen. Können wir später machen. Wir haben eine Menge Geld herumliegen. Vielleicht finden wir davor noch was zum Warpen. Oh oh. Was jetzt, Chubb? Ich nehme den Big Fan mit. Davon bin ich nämlich ein großer Fan. Isaac Streams damages and knocks back nearby enemies. Oh, das mit Charges.
Nee, da bleibe ich lieber beim Würfel. Mysterious Liquid. Oh, stark. Mysterious Liquid Soy Milk ist eine hervorragende Kombo, meine Freunde. Es lohnt sich immer, Shopkeeper zu sprengen, weil der Keeper-Kopf drin, Keeper-Head drin sein kann. Als ob der da jemals drin ist. Ich glaube, ich habe den Keeper-Head bisher nur einmal gefunden. So, wo ist denn der Schädel mit dem X? Ich hätte nämlich gerne eine Warp-Karte, damit wir den Challenge-Room mitnehmen können. Schau euch das an. Eine 1% Drop-Rate. Pille kaufen für Gold? Nein. Nein, 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 nein. Die Pille kann Health Down sein. Oh. Die Pille kann Health Down sein. Ich befürchte, es ist ein Risiko, das ich nicht eingehen kann. Das wäre dann doch eher ungünstig. Hatten wir den Schädel mit dem X schon? Ach Gott, okay, ich bin schnell genug. Mein Freund! Lass doch direkt mal ein paar Charges rüberwachsen! Ein paar Charges! Komm schon, noch eine Runde. Dankeschön. Hier haben wir noch ein bisschen Cash. So, damit können wir dann direkt noch ein bisschen rerollen. Oh Gott. So, hier ist der Schädel auch nicht. Na, ich geh erstmal rerollen. Ups. Ich geh schnell ins Stand mit dem. Ah, shit, warte, nein. Ja, ist sogar gut, Moment. Nein, nein, warte, nein, nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Nein, warte, ich kann die Fullkarte da nicht mehr einsetzen. Wir brauchen die Fullkarte, weil ich The Beast machen will. Hm. Wir schauen einfach mal, was drin ist. Ha, wäre halt schon sehr stark. Charges für den Deal sparen? Ich kann auch jederzeit die Charges aufladen. Hm. Wird man aufgeheilt, wenn man spun wird? Wird man geheilt, wenn man spun wird? Ja, das war für spun. Ansonsten wäre die grüne Spritze für mich nicht verlockend. Ich dachte, ja, das ist mir nicht sicher genug. Rote Herzen, ja, bei Keeper keine Ahnung. Tears Up und Spectral Tears. Ich will keine Spectral Tears. Aquarius? Was sind die Scheiße? Okay, wir werden jetzt spawnen. Wir machen es einfach. Werden wir sehen, ob wir geheilt werden oder nicht. Das wird sich schon zeigen. So riskant hast du nicht nötig. Da kennst du mich aber schlecht. Okay. Oh, schau ich den Schaden an. Von wegen habe ich nicht nötig. Und ja, ich werde nicht geheilt.
Der ist mir aufgefallen. Er ist mir aufgefallen. Ach, komm schon. Mach mal Charges. Die gute Sache ist, dadurch, dass wir Steam Sale haben, ist das alles sehr bezahlbar. Ein gesegneter Soymic Run? Nein. Nein, 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 nein. Dieser Run ist noch ein bisschen davon entfernt, gesegnet zu sein. Ich kann dir sagen, gegen Gegner, der fliegt, wird es nicht so stark sein. Gott, ich bin so schnell inzwischen. Hm. Hm. Ist doch alles scheiße. Wir machen jetzt mal die anderen Räume. Springen auch die Berger weg für die Deal-Chance. Wahrscheinlich nicht die verkehrteste Idee. Mal doch auf! Ich bin übrigens nicht begeistert davon, dass wir an der Conjoint-Front gar nichts mehr bekommen haben. So am Rande. Warum bin ich hier rein? Warum bin ich... Oh, kleine Batterie. Noch eine kleine Batterie. Ja, doch, war es wert, da reinzugehen. War es wert. So, dann... Dann werde ich mir beim kleinen Freund noch eine kleine Aufladung holen. Und dann versuchen wir unser Glück nochmal. Ich habe nichts dagegen, wenn du mir ein Batterie-Item gibst, ehrlich gesagt. Ist der Odd Mushroom nicht super für dein Bild? Ist okay. Ich würde nicht sagen, dass er super ist, aber ehrlich gesagt, nicht wirklich, was ich suche. Dann meine ich es überhaupt nicht. Ich hätte irgendwas wirklich Gutes gerne. Das ist doch alles scheiße. Oh, C-Section wäre unfassbar gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen wohl mit, was da drin liegt, denn wir werden zu keinem Reroll mehr kommen. Beziehungsweise vielleicht, aber ich will lieber den Deal mitnehmen. Leute meinen, ich soll Bagger wegspringen, ich weiß nicht, wo noch welche sind, dementsprechend gehen wir einfach zum Boss. Full-Karte habe ich auch. Läuft ganz gut soweit, würde ich sagen. Wie steht zu Holy Water? Nehmen, mehr Reroll. Ich meine, es wurde gebufft irgendwie. Hm. Wir rerollen beides und hoffen, dass was Gutes rauskommt. Shit. Naja, wir hauen eh ab. Warum überlege ich, was ich mitnehmen will? Es hätte besser sein können. Aber okay, es hätte auch schlechter sein können. Hier wäre noch ein Bagger gewesen zum Wegsprengen. Wo war denn der Weg? Ja, er war da oben irgendwo.
Was ist das Ziel des Runs? Was glaubst du, nachdem ich mich nach Mom gerade rausgeworbt habe? Was glaubst du, ist mein Ziel? Ja, lass mir mal liegen. Ich weiß, ich habe nicht vor, mich zu dem rein zu warpen. Das geht nur schief. Oh oh. Oh, die Aura! Die gute Aura. Die Aura ist immer für mich da. Ich. Fucking Serpent Kiss. Der würde mir direkt ein bisschen schlecht, wenn man an sowas denkt. Ungünstig mitgenommene Münze, aber das ist okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die Situation hätte gerade so schnell das Ende des Runs sein können. Es ist nicht mal mehr lustig. Hey, das ist doch alles scheiße! Fucking Gott, was ist... Das ist auch schon wieder so ein anstrengender Raum. Nein, geh weg! Was? Oh mein Gott, da kamen noch zwei raus. Warum hat der Shop überhaupt nur ein Item? Das ist so unglücklich. Warum kann ich nichts mit HP-Ups anfangen? Weil ich Tainted Keeper bin, da kann keiner haben. Das Einzige, was er haben kann, ist, glaube ich, mit Birthright. Und wir haben kein Birthright. Großer Fan von diesem Raum übrigens. Es läuft nicht so gut bisher. Es sieht nicht gut aus. Warte bis zur nächsten Ebene zum Rerun, weil dann siehst du das blinde Item. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Stimmt. Bin ich halt gar nicht begeistert von. Ich habe ja auch keine HP mehr rumliegen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir können auf jeden Fall noch ein, zweimal rerollen. Auf zum guten alten Shop. Außerdem von Tom Tier 6 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Wie lange bin ich noch online? Keine Ahnung. Schon 16.04 Uhr. Eigentlich hätte Mögis Museum schon online gehen sollen. Alter, sei ich verkackt. Oh Gott. Beziehungsweise, ich habe es hochgeladen. Ich habe keinen Farm mehr gemacht dafür. Ja, das mache ich hier noch. Wahrscheinlich werde ich den Run noch machen. Dann bin ich soweit fertig für heute, weil es wird langsam spät. Da ist kein Reroll mehr drin für mich. Da ist kein Reroll mehr für mich drin. Außer wir haben den guten Miniboss. Und vielleicht haben wir einen guten Miniboss. Aber wahrscheinlich nicht.
mich hier nochmal hoch. Hey! Nein, ich habe keine HP mehr herumliegen. Na, bringt mir nichts. Bringt mir nichts! Ich habe kein Münzenlager mehr. Okay. Viertes Spawn-Item. Ja, fuck, ich kann nicht mehr rerollen. Ich bekomme kein Reroll mehr zusammen. Oh, das ist doch uncool. Außerdem, ich sollte mich daran erinnern, dass ich diesen Schutzschild machen kann. Die fucking Moving Box ist auch so nutzlos. Ugh. Okay, hauen wir ab. I spent it. It's gone. Just get over it. You mean it's gone? How could you have spent our savings? Ja, ich habe übrigens kein gutes Gefühl, was diesen Bild im Kampf gegen The Beast und sowas angeht. Das wird interessant. Das wird interessant. Pass auf, wir nehmen den Sprinkler mit. Und das ist das Ende und der lädt sich die ganze Zeit mit... Wir nehmen den Sprinkler mit. Mit dem Dingensvolt lädt er sich dann die ganze Zeit auf. Da werdet ihr zwar nichts mehr erkennen, aber das ist okay. Ich nehme mich auch nicht. Oh, ein Weg einfach freigesprengt. Das ist auch okay. So, was? Auf einmal habe ich doch wieder ein gutes Gefühl bei diesem Run. Der Sprinkler mit 9,5 Volt. Ich glaube, es war 9,5 Volt. Ziemlich gute Kombination. Ich habe vorhin in Workshop geschaut, da habe ich gesehen, dass es auch eine Mod gibt, die diesen Streit durch einen Streit zwischen Jesse und Walter White ersetzt. Ich glaube, es wäre auch lustig. Nicht zu lustig, aber ein bisschen. Vor allem ist das Sitcom-Lachen weg aus irgendwelchen Gründen. 4,5 Volt, aber ja, okay. Das war auch akzeptabler Schaden. Nein, 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 nein. Nein! Oh mein fucking Gott! Nein, schon wieder? Zum Glück sind hier überall Münzen. Vorhin, als ich die Champions wollte, kam keiner. Und jetzt? Alles voll. Alles voll mit ihnen. Wäre sie gut für den Upload auf YouTube, weil ich ja dann bestimmt Wörter wie Bitch fallen wird, ist YouTube doch safe demonetarisiert. Nö, bei den Streamaufzeichnungen mache ich immer den Schimpfwortfilter. Ich mache das kein Problem mit den Schimpfwörtern, weil es ja für einen Filter gibt. Kann aber sein, dass du manchmal so irgendwelchen Gründen Pech hast und dann, keine Ahnung, wenn der ganze Kanal demonetarisiert oder so, aber es ist einfach nur das Leben. Ja, das ist der Keeper-Head, der bringt das hier die ganze Zeit Münzen spawnen. Fällt mir gerade auf. Deswegen sind hier die ganze Zeit Münzen, die nicht despawnen. Das ist so stark. Ist mir nie aufgefallen. Was ist dir nie aufgefallen? Sich ständig Fluche oder was? Jetzt haben wir große Tiers.
ich hätte das noch mitnehmen können. Also warum halten die Fliegen so viel aus? So, ich habe das Gefühl, die Bosse werden super einfach mit dem Keeper-Head. Oh, Crack the Sky wäre hier noch. Ich habe das Gefühl, mit dem Keeper-Head werden die Bosse super simpel. Hoffe ich. Kann natürlich sein, dass ich diese Aussage stark bereuen werde, aber wäre nicht das erste Mal. Dass die geschnitten werden. Was wird geschnitten? Wovon redest du? Aus dem Hauntwell, 11 Monate. Bis ab, wie lieben Dank. Der Magnet bringt nichts. Denn ich kann so oder so kein anderes Trinket mitnehmen. Oh Gott, der Knabe schon wieder. Den mag ich gar nicht. Oh, hey, da ist er schon wieder. Jetzt mache ich hier natürlich mehr als vorhin. Ein Tinted Rock? Small Rock? Nö. Okay. Lass mal die Bombe stecken. Die Six ist weg, gar nicht bemerkt. Ja, yeah, an sich hätte ich ihn auch behalten, aber ich meine, der Sprinkler kommt schon. Da muss man ran! Da muss man ran! Oh, wir könnten, pass auf, für diesen Kampf, wenn wir uns was genehmigen. Ein wirklich furioser Blitzstart! Ich kann nichts sehen. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Wie wir Gott. Gegenseitig reagieren. So. So. Hier ist die Vergeltung. Oh oh. Ach, schwerer Treffer. Kann man denn gar nichts dagegen machen? Doch, doch, du musst ausweichen. Ist doch nicht so einfach. Die Attacke wird fortgesetzt. Also wird sie. Shit. Verzweifler für einen weiser Kampf. Shit. Das nenne ich einen Blitzsieg. Okay. Die Spannung steigt. Ein Pokémon-Turnier in Pokémon-Cup-Kategorie Pokéball steht kurz bevor. Es ist ein leichter Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Spannend. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Oh ja. Gott, ich sehe nichts. Gemacht den guten Schlag. Oh, die Attacke ging dann nicht. Ja, das war vorausgesehen. Oh oh. Der Kampf wird immer monotoner. Ja, ja, ich versuch's doch. Beide Kämpfer sind erschöpft. Einer ist ja wohl mehr erschöpft als der andere. Wenn der Herausforderer nicht zu ungestüm vorgeht, sollte er mühelos gewinnen. Der Kampf beginnt actiongeladen. Wie kommt denn das? Ich könnte sagen, ein Spannungsfeuerwerk. Ein volles Schwund. Hier ist der Angriff. Ich glaube, ich habe die maximale Anzahl an Sprinklern erreicht. Ein sehr einseitiger Wettstreit. Ich habe nichts wow, mehr gesehen. Mega. Halt die Schnauze.
Brauche keinen Megasauger. Ich bin gestorben. Scheinbar ist zwischendurch auch der gesamte Stream komplett abgestorben, aber, ich habe nichts mehr gesehen. Und dann meinten alle Ripstream, ich habe gesehen, dass die Bitrate auf rot ist, dann habe ich kurz rüber geschaut und dann war ich tot. Aber ja, Es war ungünstig, ich konnte nichts sehen. Es war trotzdem knapp. Ich hätte gewinnen sollen, aber ich habe halt auch nichts mehr erkannt. Wow, Megasauger. Was bekommen wir dafür als Endspruch? Auf geht's!